Hallo, 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 willkommen. Es ist wieder Schnitzelabend. So, ich schmolle hier auf meinem Bett und ich habe ein Lagerfeuer gebaut. Juhu. Hallo. Und ich habe Wandbehang. Guck mal, da oben. Das sind die von Age of Sorcery, aber ich glaube, ich habe das voll schief gemacht. Das links hängt viel weiter unten als das rechts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt ist es auch ein bisschen länger, kann das sein? Weil es hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Schlaufen und das andere hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schlaufen. Tatsächlich. Hallo Vendetta. Ich schmolle. Ich betrachte gerade die, ja, Unsymmetrie meiner Wandbehänge, die ich dahin geklatscht habe. Da muss man schmollen. Ja, der ist nicht gleich hoch und der ist auch nicht gleich lang. Es ist katastrophal. Der eine hat 11 Schlaufen, der andere nur 9. Ja, richtiger Fusch. Ich habe halt eben, ich wollte mal vorbildlich sein, ne? Und dachte mir, okay, bevor ich jetzt live komme, räume ich mal eben meine Taschen auf. Und dann dachte ich, cool, kannst du ja auch mal ein paar Sachen bauen. Ich habe jetzt hier, guck mal, ein Lagerfeuer. Hab halt diese Wandbehänge dahin geklatscht. Das war alles mal eben so, ne? Hier ist noch einer. Ich glaube, der ist kürzer. Es könnte von der Symmetrie dann besser passen, wenn ich den gegen den langen tausche und dann natürlich die Höhe noch anpasse. Dann habe ich das hier gemacht. Guck mal, so ein Golem-Wandbauplan. Den habe ich hier hingebaut. Finde ich ganz toll. Dann habe ich. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was habe ich noch gemacht? Achso, ich habe ein bisschen Gold und Silber nochmal geschmolzen und alles in meine Schatzkiste eingelegt. Dann habe ich hier diese Pferdeausrüstungsdinger gebaut. Dann ist mir aufgefallen, mein Pferd ist gar nicht da. Das steht irgendwo in der Butnik rum. Konnte ich die also nicht anziehen. Ja, ein Golem fehlt auch noch. Ich habe eigentlich ziemlich viele Golem-Teile da. Ich könnte einen bauen. Dann habe ich hier oben so einen Zettel raufgelegt. Da unten so ein paar Bücher. Und das finde ich eigentlich richtig cool. Gut, hier steht ein Glas rum. Ich habe, guck mal, diesen Tierschädel habe ich da oben auf diesen Opferaltar gelegt. Das finde ich gut. Dass man das da raufstellen kann, war ich total begeistert. Und auch hier auf dem Tisch. Hier diese alchemistische Schmückung habe ich darauf gebaut. Da oben die Flasche habe ich dahingestellt. Das Buch habe ich hier raufgelegt. Und diesen kleinen Tisch habe ich auch hier hingezimmert mit den ganzen Flaschen. Und da hinten noch ein Bierfass. Ich glaube, das war es auch. Und dann ist mir aufgefallen, dass hier einfach jemand bewusstlos in meiner Base rumliegt. Destiny, können Sie das erklären? Was liegen Sie hier? Ich könnte dein Pferd umkleiden. Guck mal. Guck mal. Ich habe ein Opferpferd gefunden. Hast du jetzt davon? Nee, nix Banane, Alter. Guck mal, das wird jetzt hier umgezogen. Einfach mal schick gemacht, dein Pferd. Wenn du hier so rumliegst, dann musst du das jetzt als Model herhalten. Geht doch bestimmt. Bestimmt total berechtigt, dein Pferd hier umzukleiden. Guck an. Guck mal, barbarischer Kavaliersattel. Ja, du kannst nicht in Ruhe liegen. Oh, jetzt bekommst du erstmal das. Oh, so ein Sonnenscheingewand. Guck's dir an. Es ist so beautiful. Nicht? Dann testen wir das nächste. Guck mal, ich lasse dir das hier drinnen liegen. Dann eine arkanische Schabracke. Okay, das ist ziemlich hässlich. Das sieht schon so zusammengefuscht aus. Ich komme hier nicht weg. Du liegst hier im Weg und die Schabracke hält mich fest. Oh nein! Okay, aber ich glaube, wir sind uns einig. Das sieht einfach nicht gut aus. Wir ziehen das wieder aus. Dann. Oh, hier. Schwarz-lila. Mitternachtsschabracke. Ist auch nicht viel besser. Ist wirklich nicht schön. Nicht schön. Du kriegst richtige Krisen hier. Warum hast du so coole Emojis? Aber dann haben wir das nochmal in
Weiß, die Turanische. Ist auch nicht so geil. Diese Decken sind einfach nicht mein Ding. Und dann haben wir noch hier die Turanische Nomadensattel. Da hoffe ich sehr drauf. Ah. Komm hier immer noch nicht weg. Das gibt's doch nicht. Muss mal kurz aufs Pferd aufsitzen, glaube ich. Geht auch nicht. Ey. Ich bin gefangen hier. Forever. Weil du hier rumliegst. Es ist kaputt. Die neuen Sättel sind auch dafür da, um sein Wappen darzustellen. Ich habe noch kein Wappen. Ja, das finde ich schon mal cool, Turanischer. Das ist, sieht von allen am besten aus, finde ich. So, und du bekommst deinen Barbarensattel wieder. Bitteschön. Jetzt muss ich hier wegkommen. Liebe Leute, ich hänge hier fest. Ich muss sein Pferd bewegen. Nicht mal das geht. Oh. Oh, was mache ich jetzt? Destiny, du musst dich hier fortbewegen. Warte mal, wenn ich dein Pferd folgen lasse und dann eh laufen sie woanders hin. So, jetzt bewegt euch. Geil. Ich in all meinen Konenstunden doch noch was gelernt. Guckt euch das an. So, jetzt musst du dich aber wieder hier hinstellen. Nicht, dass es nachher heißt, ich habe irgendwie Plötze kaputt gemacht. So, da steht er wieder. Zack. Ordentlich abgeledert. So, Plan für heute. Nein, das Spiel ist wunderschön. Alles heile, nichts kaputt. Plan für heute. Ich habe meine Taschen ja schon so halbwegs vorbereitet. Vorbildlich, vorbildlich. Meine Begleiter sind auch ausgerüstet. Und wir gehen jetzt in den Dschungel. Ich werde heute Rache üben. Rache an diesem ekligen Geschöpf, den mir damals meine Begleiter genommen hat. Dann gehen wir vielleicht in den Durchgang. Und ich hoffe, dabei dieses abgebrochene Fragment zu bekommen, was wir noch benötigen für den Quasselstab. Hallo Basti, liebe Grüße nach Italien. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Urlaub. Schön, dass du trotzdem reinschaust. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, welcher Teleporter das war. So, hier war ja diese Piratenbucht. Genau, und es gab noch einen hier mittendrin. Das müsste dieser gewesen sein. Yep. Sitzen gerade beim Eisessen. Oh ja, wir hatten auch schon ein Eis heute. Wie viel Grad habt ihr da gerade? Schön warm. Wir hatten hier heute 30 Grad. War mir schon zu heftig. So. Ich kann mir vorstellen, dass einfach so dieses Feeling, wenn man in Italien sitzt und dann da so vor Ort italienisches Eis essen, das kann man gar nicht nachempfinden hier in Germany. So, wir werden jetzt erstmal rundum alles besiegen, was uns gefährlich wird. Jetzt muss ich so ein bisschen die Orientierung wiederfinden, wo das war. Ich glaube, da hinten. Ich habe halt Angst, dass der mich jetzt hier gleich irgendwo überrascht, weil ich den nicht sehe. Und rundherum noch so viel anderes Kruppzeugs ist, weil das war letztes Mal das, was mir das Genick gebrochen hat. Das Kruppzeug noch mit rundherum und die Schwäche. So, da ist ein Krokodil. So, wir räumen hier jetzt erstmal sanft rundherum auf. Du nimmst eine Bobbel-Pistazie. Nennt man Eiskugeln Bobbel bei euch? Ja, Pistazie ist eine gute Wahl. Mag ich auch gerne, Vendetta. Sehr lecker.
Oder Melone mag ich auch richtig gerne. Jetzt habe ich voll Bock auf Melonen und Pistazieneis. Und wir haben so einen coolen Eisladen hier. Der hat Nutella-Eis. Ja, ich weiß, Nutella, Palmöl und verseucht und bla und ungesund. Aber das Eis, Nutella-Eis, das ist einfach geil. Kann man sagen, was man will. I love it. Wo ist dieses böse, böse Viech? Muss da hinten irgendwo gleich kommen. Ich bin hier letztes Mal auch ganz unbedacht rumgeirrt und auf einmal kam es um die Ecke geschossen. Oh, jetzt wird es auch noch duster. Ich breche ab. Das ist very uncool. So kann ich halt nicht kämpfen. Bis zum Tag zu warten wird jetzt auch irgendwie zu lange dauern. Habe ich eigentlich Pfeile auf meinem Bogen? Das wäre vielleicht auch noch mal ganz gut vorzubereiten. Ich habe nicht viele dabei. Oh, dieses Rasiermesser, Eisenkopf. Okay, das sind richtig wenige Köcherpfeile. Kann ich die hier überhaupt benutzen? Anscheinend schon. Warum ist hier so unheimliche Musik? Hat sie mich schon entdeckt? Guck mal, da vorne ist nämlich so was Durchsichtiges, was da so rumschleicht. Ist es das schon? Diese Kackboss-Sandechse. Nein. Ich krieg schon Paranoia. Hier in der Ecke war doch im letzten Zeitalter ein Zauberer-Event. Das ist gut möglich. Ich habe diese Ecke tatsächlich komplett Age of Sorcery gemieden. Aus dem einfachen Grund, dass ich diesem blöden Kack-Insektenviech nicht wieder begegnen wollte. Das ist hier gerade totale Angstüberwindung, dass ich hier rumlaufe. So, wo bist du? Da. Da ist die blöde Sau. Da ist sie. Okay, da hinten stehen halt noch welche. Das ist schon kacke, die müssten erstmal weg. Wir müssen hier erstmal aufräumen. Oh, es hat uns gesehen. Das gibt's doch nicht! Dieses Kackvieh! So, heute nicht. Oh, guck mal, wir ziehen jetzt schon richtig runter. Ich habe noch keine Ausdauer. Und ich hänge fest, das ist schlecht. Wahnsinn. Wahnsinn. Das läuft einfach jetzt wie geschmiert. Geil. Mega. Ich überlege, wie wenig Schaden der genommen hat, als wir das erste Mal hier waren. So, jetzt brauchen wir eine Sichel. Nee, Quatsch. Eine Pickel. Was rede ich denn hier? Sichel. So, geschafft. Blöde Kuh. So, es gibt einen Dietrich. Aber schade. Es gab nicht. Das abgebrochene Fragment. Echt gedacht, das hier ist der Boss, von dem wir das kriegen. Und ist jetzt die Frage, wo die Kiste hier versteckt ist. Und überall Fettraupen, guck mal. Und schön viele. So, wer die Kiste sieht, einmal hier schreien, ich hab sie. Die blaue Spinne hat den Boss hergeführt, ja. Gemein. Was haben wir denn hier? Frostschuss. Ein Bogen, der selbst die robusteste Rüstung zu durchdringen scheint. Aber kein Fragment leider. Aber vielleicht hier im Durchgang. Dann können wir heute da rein. Hoffen wir mal, dass das Spiel nicht abstürzt.
Letzte Mal, als ich da reinging, gab es ja immer irgendwie so einen Crush. Die Gegend hier mag mich irgendwie nicht. Weiß nicht warum. Vielleicht gibt es ja dann dieses abgebrochene Fragment auch im Durchgang. Ey, wer hat mich hier angerotzt? Aber mal rein da. Ab in den Durchgang. Bin schon ein bisschen nervös. Oh, jetzt habe ich einen Gegengift genommen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Fackel anmachen, damit wir ein bisschen besser sehen können. Da sind Kristalle. Hier, warten hier, freust du dich? So, und hier ist halt so ein bisschen tricky. Brennt es da unten? Es hier keinen richtigen Aufgang gibt. Wir müssten wirklich klettern und runter kraxeln. Das machen wir jetzt einfach mal. Werde es wahrscheinlich bereuen. Okay, das sind einfach nur normale Kristalle. Oh, damn it, wir werden nie wieder rauskommen. Ich bin hier jetzt drinnen, ne? Ich bin hier jetzt drin. Und ich überlege gerade, ob wir nicht eventuell mit der Magie eine Brücke da hinten hätten hinzaubern können. Aber sowas fällt mir leider immer zu spät ein. Ich häng fest. Oh, fuck. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Muss ich mich nochmal kurz abstellen. Ja, das ist jetzt spannend für dich, ne? Traut sich endlich mal was hier. Hoffe ich. Oh. Vorsichtig. Jay, ganz vorsichtig. Oh, da konnte ich gerade stehen. Ist gut. Da auch. Okay, da unten sind noch ein paar Spinnen. Es brennt da halt so am Boden. Ist eventuell nicht so gut. Ich jetzt hier sterbe, werde ich das sehr bereuen. Okay, es ist ganz schön krass hier am Dampfen. Seid ihr auch so nervös wie ich? Ein bisschen angespannt, muss ich schon zugeben. Aber die Kristalle, das sieht so schön aus hier drinnen, das Leuchten. Wo denn? Ich glaube, wir haben alle, die liegen. Nein, ich höre noch was. Ekligen Spinnen da. Hinter uns war offensichtlich noch eine. Aber was sollen denn diese Blutdinger da vorne bedeuten? Mein erster Impuls war gerade, lauf da nicht rein. Aber es könnte sowas wie die Mauer sein. Know what I mean? Eine grüne Mauer, an der wir sofort sterben, wenn wir da reingehen. Vielleicht gibt es das ja hier halt auch in Rot.
So, hier sind offensichtlich ein paar Schiffwracks. Ob man da oben hinkommt, weiß ich nicht. Ist bestimmt irgendwas versteckt. So, gucken wir uns erstmal hier das hier an. Aua. Danke, Dalinsia. Sind anscheinend schon mehrere gestorben. Und das ist einfach Feuer. Die Wracks, die brennen. Oh, da ist noch so ein Boss-Ding. Ach du Kacke. Jetzt hätten wir da nicht gerade erst eins von gehabt. Reicht doch. Aber vielleicht ist das ja die oder derjenige, der unser Fragment bereithält. Das wäre wunderschön. Wenn er sich auch so geschmeidig hinlegen lässt, wie der andere Kollege eben, da bin ich doch voll für. So, wir machen erstmal da die Spinne weg, die hier so halb im Wasser rumtanzt. Und ich möchte hier nochmal hoch. Kristalle brauchen wir nicht mitnehmen. Ich habe genug Kristall. Da war noch eine Spinne da hinten. Da ist sie doch. So, dann tanken wir Ausdauer. Trinken nochmal einen Schluck Wasser. Werfen unsere eigene Spinne. Und gehen mit dem Bogen mal drauf. Der hat nur einen Kopf. Guck mal. Dann kann der ja nicht schlimmer sein als der von draußen eben. Das war's schon. Spinner hat's fast alleine erledigt. Auch nicht schlecht. Unspektakulär. Und da ist das abgebrochene Fragment. Wir haben alle drei Fragmente. Geil. Wie komme ich hier wieder raus? Ja. Hallo, Jeldrick. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So, wie komme ich hier jetzt wieder raus? Muss ich da jetzt wirklich wieder hochklettern oder da hinten hochklettern? Das ist die Frage der Fragen. Ja, ne, da hochklettern, wo der Boss war, das denke ich auch. Ja, gut, gut geht's mir. Dankeschön. Nur die Frage, wo wir hier am besten anfangen mit Klettern. Das ist alles sehr, sehr, sehr hoch, finde ich. Vielleicht hier. Da so. Sie metzelt alles nieder. Da geht's ihr gut. Ja, heute hat sich das wirklich angefühlt, wie durch Butter gleiten mit einem warmen Messer. Es war nicht wirklich herausfordernd. Und das bei Gegnern, die mir, hupala, in der Vergangenheit schon so viel Frust bereitet haben. Aber wisst ihr, was gerade wirklich anstrengend ist? Mein Rechner macht von meiner linken Seite richtig warme Pustluft, ne? Und die Klimaanlage pustet mich von rechts kalt an. Es ist gerade so störend, dieses Gefühl, von links warm und von rechts kalt angepustet zu werden. Katastrophe. Destiny meinte schon, ich bin heute überempfindlich. Aber das ist wirklich nervig. Also wenn ich hier jetzt schon so ein Luftdrama zu Hause habe, muss es ja wenigstens in-game laufen. So, wo geht's jetzt hoch? Hier? Sieht gut aus. Perfekt. Die Aussage ist nur teils richtig. Okay, wir sind oben.
So, und jetzt wartet wahrscheinlich hier gleich der dicke Endgegner. Man wiegt sich so in Sicherheit und auf einmal. Klatsch! Vielleicht müssen wir die Klima über deinen Rechner bauen. Ja, aber ich glaube, ich muss meinen Rechner demnächst mal lahmlegen. Der ist so vollgemüllt und ich habe überhaupt keinen Speicher mehr und alles ist irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Bedürfnis, den einmal komplett zu clearen und wieder neu aufzusetzen. Macht vielleicht zwischendurch mal Sinn. Ja, guck. Stimmst mir zu. Was ein Glück. Nicht hier hinten, was? Nein. Das ist so eine verdächtige Ecke. So, wo sind wir denn hier? Was ist das hier? Große Treppe. Ich habe gerade eine Idee. Ich habe tatsächlich eine Idee, wo wir gleich rauskommen. Diese Treppe erinnert mich an eine Treppe, die ich woanders schon mal gesehen habe, aber mich nicht reingetraut habe, tatsächlich. Ich glaube, das ist das. Weil da waren auch solche Dinger hier. Kann das sein, dass dieser Durchgang nachher in den Norden führt? Ich scheue mich nur etwas von der Arbeit damit und den damit ebenfalls verbundenen 3 Tagen Downloads. Ja, das ist halt wirklich das. Ich denke mal, so eine Woche wird da bestimmt für drauf gehen. Zu den Hochlanden reisen. Reisen wir mal hin. Sind die Hochlanden im Norden? Ja, ne? Oh. Oh, bin ich warm angezogen? Oh. Das war jetzt vielleicht nicht so die beste Idee. Doch, guck mal. Hier sind wir. Wir sind zu Hause. Puff, das war genau die Tür, wo wir hier schon mal waren, die Treppe. Ach was. Das ist ja voll der schnelle Weg hier. Abkürzung. Oh, da sind wir einfach mal jetzt von hier, zack, hier rausgekommen. Ist ja cool.